Ich denke mal, wir müssen das selbst irgendwie herstellen oder so. Okay. Dynamit, ja, okay, vielleicht auch doch nicht. Ich glaube nicht, dass wir das alles herstellen müssen. Aber er hat es gespeichert in seinen Notizen, der Philipp. Okay, der Physiker, Leuchtsignal schon wieder. Vermoderte Holzregal. Die Feuchtigkeit muss wohl von diesem dort oben Gitter stammen. Was? Die Feuchtigkeit muss wohl von diesem dort oben Gitter stammen. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache, liebe Lokalisierer, liebe Übersetzer. Was zur Hölle? Der ganze Raum schwitzt förmlich. Was soll das heißen, der ganze Raum schwitzt förmlich? Draußen ist Eis, draußen ist Schnee. Ja, der Raum schwitzt natürlich, im Eis schwitzt man ja auch, hallo? So viel Geschichte steckt in dem Ort, von Menschen zu Papier gebracht, das nun hier verrottet. Ah ja, die kann ich mir ja durchlesen. Hey, Free Stories. Vielleicht ist der Aragorn bei. Wo habe ich ja schon gelesen. Vielleicht ist der Aragorn 4 dabei. Das wäre episch. Nein, Quatsch. Das Spiel ist schon so alt, ich glaube, da ist Aragorn 3 noch nicht mal raus gewesen. Oder Aragorn 2 oder Aragorn 1 oder... Keine Ahnung. Warum will ich die eigentlich immer wieder zumachen? Ich weiß es nicht. Sieht besser aus. Baxtrin. Baxtrin? Sag nicht, das stand eben in der Anleitung. Sag nicht, wir müssen hier wirklich Sprengstoff herstellen. Ich glaube, Takt. Ich stelle doch keinen Sprengstoff her. Philipp sprengt sich selbst in der Luft, obwohl er ist Physiker. Dann sollte er eigentlich mit Sprengstoff klarkommen. Kopenhagen-Post. Yay, Kopenhagen-Post. Natürliche Psychopharmaka in der Todesmine. Es wird interessant, Leute. Forscher der Universität von Kopenhagen haben Vermutung geäußert, dass bewusstseinsverändernde Chemikalien, die sich am Felsgestein ablagerten, die Ursache für die zahlreichen Selbstmorde in einer Mine für Grönland sein könnten. Aha. Die Universität, welche sich erst kürzlich durch eine Reihe revolutionärer auszeichnete, zeigte ein erstes Interesse an den Arbeitern? Warum nicht arbeiten? Egal. Der nordwestlichen Bleimine im letzten Jahr. Das ist eine Bleimine. Das habe ich wohl gemerkt. Hier ist so viel Sprengstoff, das ist nicht mehr schön. Ach, und deswegen auch die Munitionskisten. Blei, ja klar. Stein des Anstoßes war die auffällig hohe Selbstmordrate in der grönländischen Bevölkerung innerhalb der letzten 100 Jahre. Aha. Die sich auf 46 Selbstmorde pro 100.000 Einwohner beläuft. Vergleichen mit Durchschnittswert von 29 Selbstmorden pro 100.000 Einwohner scheint das alarmierend. Aha. Experten diagnostizieren bei vielen der Minenarbeitern paranoide Schizophrenie im Frühstadium. Die in den Felsen abgelagerte Lysergsäure, deren halluzinogene Wirkung erst kürzlich bestätigt wurde, könnte die Ursache für das ungewöhnliche Verhalten der Arbeiter sein. Zu den Vorfällen wollten sich nur wenige Einwohner äußern. Einige der Befragten hatten jedoch ihre eigenen Erklärungen parat. Wesenheiten, die von den Inuit als Tuum-Gait bezeichnet werden und in den Bergen leben, hätten Besitz von den Arbeitern ergriffen. Ah ja, das ist natürlich die logischere Variante. Die Universität führt derweil weitere chemische Untersuchungen durch. Weitere Ergebnisse werden demnächst erwartet. Man muss sich auch mal hier vor Augen führen, dass dieser Brief oder Zettel oder was auch immer, dass diese Zeitung hier in der Mine ist. Das heißt, sie hat irgendjemand reingebracht und die hat auch jemand gelesen. Und anscheinend wurde nichts unternommen, sonst wäre... Oder anscheinend wurde was unternommen, sonst wären hier noch Arbeiter oder so. Oder alle Arbeiter haben sich in Monster verwandelt. Ich habe keine Ahnung. Ich will es doch gar nicht wissen. Oh, nicht schon wieder. Ich lese das nicht alles durch, das ist viel zu viel. Lest es euch selbst durch, ich überfliege es mal. Immer. Überfliegt es am besten auch einfach nur. Okay. Warte mal, als Vorsichtsmaßnahme verwahre ich nur das Handbuch in einer Truhe in meinem Büro, sicher verschlossen und trage den Schlüssel immer bei mir. Ah ja, das Handbuch haben wir gerade eben geholt. Unnötig. Aha.
Eine Lesebrille. Ja. Okay. Moment. Seltsames Artefakt. Die Instandsetzung, bla bla bla. Die Freilegung der eingestürzten Bereiche dieser Mine wird ebenfalls fortgesetzt. Wir machten hierbei einen interessanten archäologischen Fund. Ein seltsames Artefakt, das im Erdreich verborgen war und von einem unserer Arbeiter entdeckt wurde. Ich werde mir das Ding heute Abend einmal genauer ansehen. Es wirkt von Menschenhand geschaffen und könnte dem Geräusch nach zu urteilen im Inneren bewegliche Teile enthalten. Ich werde die Frontabdeckung entfernen und überprüfen, wodurch dieser Lichtschein hervorgerufen wird, der aus dem Artefakt dringt. Unteroffizier M. Major. Okay. Interessant, was ist das? Was? Was? Ein Mann. Ein alter Mann, der etwas Unerkennliches in den Händen hält. Er wirkt fremdartig und doch ist er kein Fremder, obwohl ich ihn nie zuvor gesehen habe. So weiß ich doch, dass dies Howard ist. Mein Vater. Okay. Ah, was zur Hölle? Was ist gerade passiert? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Okay, das ist auf jeden Fall derselbe Effekt wie in Amnesia. Okay, interessant. Ja, die Entwickler haben wohl Spaß damit gehabt. Egal. Okay, interessant. Ich glaube, dieses Artefakt ist der Ursprung dafür, dass die hier alle so ausrasten. Batterien, yay! Wie viel habe ich jetzt wieder? 31%. Wow, es hat sich gelohnt. Gehen wir zurück. Ich will gar nicht. But I don't have a choice. Da geht's zum Büro. Ich will nicht. Ah, Himmel, ist hier unten jemand oder was? Ich kann nicht einfach runterfliegen. Ist es weg? Nein. Ey. Aber es geht euch noch gut? Alter. Das wird ein Spaß. Ja. Ach du Scheiße, mir ist heiß. Ich zieh mein Hemd aus. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, sorry, dass ich jetzt den Dialog nicht vorgelesen habe, aber ich war anderweitig beschäftigt. Ist es auch wirklich weg? Nein, da ist es! Geht das auch mal weg? Was meinen jetzt, wenn es nicht weggeht? Das ist schlecht, oder? Weg? Ich kann es nicht mehr sehen. Aber es ist sicher nicht weg. Ich wette, es ist nicht weg. Dieser Wolf. Ja, da ist er noch. Ich habe ihn gehört. Ach du Scheiße, was mache ich ihn jetzt? Der sieht mich doch. Wenn ich da einfach vorbeigehe. Kacke. Ich wusste es. Ich wusste, dass hier irgendwo ein Werwolf oder ein Wolf oder was auch immer ist. Ein normaler Wolf ist es auf jeden Fall nicht. Kacke, Mann. Was mache ich jetzt? Ach, gib meinem Herz. Gib deinem Herzen Ruck, Mania. Gib deinem Herzen Ruck, Mania. Ich gebe meinem Herzen Ruck. Ich gehe einfach. Was? Was? Sie sagt mir, du bist weggegangen. Ey, Leute. Was? Ruhig. Immer ganz ruhig bleiben.
ganz ruhig bleiben. Okay. Ich denke, ich kann einen Blick riskieren. Okay, es ist nicht da. Aber wo ist es? Gut, ich bin in der Zwickslage. Ich weiß, dass das Viech nicht da ist. Das ist einerseits gut, weil das heißt, dass es mich da nicht sehen kann. Aber andererseits ist es auch schlecht, weil ich keine Ahnung habe, wo es denn nun wirklich ist. Es könnte überall sein. Ich glaube, es ist da auf dem Gang wieder. Ich gucke mal, ob ich durch die Holzbretter hier was sehen kann. Nein. Oh, ich will nicht. Da ist es. Nee. Wo ist es? Das macht mir Angst. Das habe ich mir notiert? Was zum Teufel hast du dir notiert? Hilfe! Sagst du mir vielleicht erstmal Bescheid, bevor du irgendwas notierst? Ich habe eine verschlossene Tür in der Mitte der Mine entdeckt. Okay. Ich glaube, jetzt mit dem Hammer drauf zu schlagen, wäre wohl keine so gute Idee. Oder? Ach du Scheiße. Storage Room. Ich gehe in den Storage Room. Oder gehe ich in den Storage Room? Geht der Mania in den Storage Room? Ich weiß es nicht. Der Mania geht in den Storage Room. Einfach mal beten, dass der Wolf nicht Lust hatte, sich da zu verkriechen. Nein, hat er nicht. Okay. Einfach weg hier. Einfach weg hier. Ja, ja. Nicht so schwer, wie es scheint. Ich gehe in den Storage Room. Oh, danke. Bitte nicht schon wieder. Bitte nicht. Danke. Oh nein, hier sind zu viele Türen. Das gefällt mir nicht. Aber hier ist schon mal nichts gut. Oh, Leute. Ich muss was trinken. Gott, ey. Ja, Gott kann mir in der Sache auch nicht weiterhelfen. Was? Was? Wer atmet da? Ich bin das nicht. Das bin ich nicht. Wer atmet da? Scheiße, ich hab ne Gänsehaut, Mann. Was sind das für Dinger? Entweder das Werk eines Kindes oder eines Geisteskranken. Kakerlaken gleich schlecht. Ja. Die Darstellung einer Falltür, ich kann nicht erkennen, wo sie sein soll. Bin ich das? Ich bin fit wie ein Totschuh, das bin ich nicht. Kann ich den Hammer hier drauflegen? Ich kann den Hammer da drauflegen. Cool, dann kann ich einfach 1 drücken, cool. Fällt mir jetzt das auf. Ah. Kann ich sonst noch was? Wenigstens dümmlich Grinsen ertragen. Die Taschenlampe vielleicht? Ach nee, die ist ja auch schon auf L, das brauche ich ja nicht mehr. Dörrfleisch vielleicht noch auf 2 mal, einfach mal. Und Leuchtsignal, einfach mal. Da schon wieder. Kakerlaken gleich schlecht. Kakerlaken erinnern mich an den Amnesia gerade. Ich will hier raus. Eine Kiste für den Transport von Erz, schätze ich. Da kommt ein Luftzug aus dem Boden. Was? Steine? Okay. Hey! Eine Falltür. Hier soll die Falltür sein. Aber ich gucke mich erst nochmal hier um. Ganz vorsichtig. Ja, hier ist nichts. Hier ist wieder so eine... Gut, dass ich mich noch umgeguckt habe. Aha. Schmerzmittel. Ja, Batterien. Gehen wir es an. Oh. Was? Was, bitte? Dieses Mal war es irgendwie anders. Den auch vertraut. Ich konnte die Kontrolle behalten. Ja, Kontrolle. Aber über was? Ja, was? Nochmal.
Was ist das? Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Was zur Hölle sagt er? Da hat jemand was geflüstert, aber ich habe nicht verstehen können, was. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die anderen Räume noch erkunden will. Aber ich mach's einfach mal. Verschlossen. Dankeschön. Nein.